Das ist doch doof. Naja, wo haben wir hier, da haben wir den. Ich speichere mal gerade, ne? Lange nicht mehr gemacht. Kann man mal machen. Die letzten 2 Stunden werden weg jetzt, ne? Nehmen wir schon wieder 2 Stunden auf? Was? Ja, wir sind jetzt bei 3 Stunden 44. Scheiße. Von der Welt her. Das ist schon, ja, das hat schon was. Läuft alles wieder? Nee, noch nicht alles. Also ich hab die jetzt angeschlossen. Hast du die hinten beladen? Nee. Dann mach das mal bitte. Wir müssen da langsam für Nachschub im Bereich Treibstoff sorgen, ne? Ja, kriegen wir schnell geregelt. Ich hab 3x200 dabei. Moment. 1x200 drin. Zweite 200 drin. Dritte 200. Also die 3 sind gefüllt. So, ist auch alles an? Ich hab's jetzt nicht aktiviert. Muss vielleicht mal. Hier hinten fehlt noch einer. Hier habe ich vier Tanks haben wir hier stehen. 4 Elektrodinger. Ja. Befüllst du einen noch? So viel haben wir nicht mehr, ne? Wo? Ja, wir doch. Ach, du darfst da noch einen vierten. Ja, laufen. Telefon. Jo. So. Die Kette läuft. Sehr schön. Die Kette da hinten läuft auch. Also damit jetzt alle voll sind, fehlen uns allein Treibstoff 300 und Reserven haben wir gar keine mehr, ne? Wirklich. So, da hinten Eisen. Plattentown läuft auch wieder. Perfekt, ja, kontrollier du mal gerade, vielleicht kannst du schon mal für Treibstoff sorgen. Ich werde kurz noch mal für, sagen wir mal 2 Minuten weg, ja? Jo, Treibstoff. Treibstoff kriegen wir auch noch hin. Wie viel haben wir denn? Beziehungsweise wie viel fehlt denn? Oh. Gut, wir brauchen Treibstoff, habe ich gehört. Wo ist das da? Auf geht's. Oh. Was für ein Zufall, wir haben keinen Treibstoff mehr dafür. Scheiße. Hier in unserem Wunderbaum, wo ich noch viel Material habe. Was dazu? Oh. Wir haben gleich ein elektrisches Problem. Biomasse, Holz, Brennstoff. Los geht's. So, ich lasse den Baum weg, weil das ist irgendwie, das grenzt schon fast an Cheat. Aber auch nur fast. So. Weg mit dem Baum. Der muss auch noch weg. Eine Stadt zu errichten, quasi eine Fabrikstadt da oben in der Luft. Das ist ja viel Aufwand, das ist. Von den ganzen Grundrohstoffen dann erstmal sammeln und dann da hoch transportieren, weiter verarbeiten. Alter. Da sind wir ein paar Wochen mit beschäftigt, auf jeden Fall. Oh, Bären. Bären.
wachsen die Bäume und so weiter eigentlich noch nach oder ich das hier Probleme bekomme später mal? Oder geht's weiter? Das sind Brennstoffmöglichkeiten. Hoffentlich geht's weiter, dass die Sprengstoffmöglichkeit, das wäre super, aber das ist immer echt ein Problem. Noch was. Oh, Alter, bin ich weit weg. Die Riesen bauen die auch noch mit. Ja, weg damit, weg damit, weg damit. Was? Ach, da auch. Lass mal alles machen. Ja gut, dann gehe ich mal wieder zurück. Also noch ein bisschen. Wir haben, dürfen jetzt genügend Holz eigentlich haben. Erstes. Weg mit dem Leermacher. So. Ja. Das wird jetzt wieder schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, ich kann in der Zwischenzeit was trinken. Mit einer Hand ist das ein bisschen schwieriger, alles zu öffnen. So. Gut, und sonst so. Mich ist immer noch weg. So viel mal zu kurz AFK. Eia. Was sollen wir da schon machen? So, jetzt noch Biomasse. Geht immer jetzt einfach schon wieder über 2 Stunden auf. Toll. Ja, gut. Dieser Rest, man hat am Anfang echt viel Material. Also, beziehungsweise, wenn man sich den Grundstein gelegt hat, hat man schon relativ viel Material. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Nein, nicht abbauen. Ich ziehe gleich weiter. Ich muss erstmal hier ein bisschen Platz bekommen im Inventar. Das weg. Kann ich da anklicken oder so? Nee, ne? Ah, doch, so. Nein, so auch nicht. Ja, so. Aber nur schon wieder. Ach, der ist ja wieder. Meiner Meinung nach am Anfang relativ viele Rohstoffe, die man schnell mal sammeln kann. Kommt schnell in den Klassen weiter und so weiter. Aber irgendwann mal ist der Punkt erreicht, wo man mit der Produktion echt nicht hinterherkommt, wo man alles optimieren muss und so weiter, so wie es jetzt bei uns der Fall ist. Und dann zieht sich die Zeit enorm. Ja, also es gibt dann irgendwann mal so einen Punkt, wo du auf einmal so viele Ressourcen brauchst, ne? Ja. Und dann merkst du, ach, das ist ja gar nicht so viel, ne? Was du bisher hattest. Ja. Die Speicher waren aber so fast halb voll, ne? Mhm. Und dann brauchtest du auf einmal alles und ja, und dann wartest du Ewigkeiten, bis das erstmal wieder alles nachkommt. Das, was wir jetzt produzieren, ist quasi doppelt so viel wie vorher, ne? Beziehungsweise. Ja, ich würde schon sagen, fast 3 bis 4 mal so viel. Ja, aber es ist immer noch. Ich überlegen, wie schnell wir, wie viele Folgen wir quasi am Stück hintereinander mit den Dingern hier fertig waren. Das Problem ist, dass es immer noch viel zu wenig ist, ne? Ja. Viel zu wenig. Und das ist alles nur Eisen, ne? Ich sehe enorm die Probleme, die auf uns zukommen. Wir müssen noch Kupfer und Stein. Ah, scheiße. Ja, du, ich bin gerade dabei, das Brennstofflager aufzufüllen, ne? Ah, das ist gut, ja. Ich habe fast das ganze Inventar voll mit Biomasse. Ja, das ist gut. Kann man das nicht eigentlich auch irgendwie automatisieren? Bei Biomasse, ja, wie willst du das machen? Ich weiß nicht, wie was wir da nehmen, also ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, Hauptsache irgendwas, weil das ist echt scheiße. Ja, ich meinte ja damals, mein Ziel ist, dann lebt man halt was ruhiger, sage ich mal, dass man die Kraftwerke automatisiert, ne? Ja. Dass man das Zeugs dafür nicht selber produzieren muss und selber immer nachschieben muss. Nein, deswegen sagte ich, das soll mit Öl ja später gehen, ne?
Ah, okay. Also entweder wir bauen jetzt weiter. Da müssen wir überlegen, wie viel Holz die schon abgeholzt haben, ne? Guck dich mal um. Ich weiß, das ist richtig kahl geworden. Aber wir haben noch viel Holz, so ist es nicht. Vor allem wächst das nach. Bei mir in der Singleplayer-Welt habe ich zumindest nichts davon bemerkt. Auch von dem Laub. Toll. Kannst du eigentlich mal gucken, wie viel uns noch fehlt beim Strom? Wir sind beim. Jetzt von dem Bio-Brennstoff oder von der Auslastung? Brennstoff. Muss mal die hinteren vier gucken. Bei den hinteren, also in der Zeit, wo ich jetzt weg war, wo wir wieder angemacht haben, ne? Mhm. Die hinteren vier habe ich ja jeweils 200 reingemacht, fehlen gerade mal 22 pro Dingen. Also ist doch genügend drin. Ja, aber die beiden vorderen hier, die haben noch 135, ist auch okay, und 36. Okay. Die beiden hier direkt am Hub, ne? Kann ich mir jetzt irgendwas auf die Maus legen, dass er jetzt gedrückt hält und ich irgendwas anders machen kann in der Zeit? Ich mir auch so mal, ich weiß es nicht, gibt bestimmt irgendwie. So, komm, geht das mit der Uhr oder ist die zu leicht? Sie ist zu leicht. Muss mit einem Gewicht und einem Gummi drum machen. So, ich hänge da jetzt mein Handy rein und stabilisiere das Handy. Es funktioniert einfach. Ah, meine Finger. Weißt du, was mir so jetzt als nächstes vorschwebt? Ne, erzähl. Halt wirklich in der Forschung ein bisschen weiter vorankommen, in der Hoffnung, dass bei der nächsten Forschungsstufe schon irgendwas mit Automatisierung für Öl oder so dabei ist. Mhm. Weil ich habe wirklich auf Biomasse und so keinen Bock drauf, das immer sammeln zu müssen. Hast du ja wohl auch nicht, ne? Nicht. Nee. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwo, das geht auf jeden Fall, irgendwo kann man einen anderen Kraftwerkstyp freischalten, ne? Weil die Dinger nennen sich ja Biomasse-Kraftwerke. Das heißt, die können wir später nicht mehr gebrauchen, wenn wir das automatisieren. Einen Moment. Ich bin in wenigen Sekunden wieder da, ich gehe neues Wasser holen und in der Zeit läuft die Produktion von dem Brennstoff ja weiter. Perfekt. Bis gleich. Bis gleich. So. Ich bin wieder da. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, in der Zeit, wo du so lange weg warst, ne, habe ich da mal was vorbereitet. So, ich sehe gerade, Biobrennstoff ist fertig. Ja. Warte, lass mich das kurz alles mal hier reinschmeißen. Komm, alles lagern, wenn ich mir das einzeln rausnehme, ist das einfacher. Kannst du mal sortieren? Direkt. So, sortieren. Ach, du meinst hinten bei den Kisten, ja. Das abgeholt, also das verarbeitet in der Zeit, wo du weg warst. Ja, läuft. Ich nehme mal einen mal raus, dann kann ich hinten nachfüllen. Ich würde halt gerade in Augenmerk, wie gesagt, auf Automatisierung von Kraftwerken gehen. Ja. Ob das jetzt optimal zu diesem Zeitpunkt schon ist, weiß ich nicht, weil wir mit unserer Produktion immer noch nicht so stark eigentlich sind, ne? Ja. Aber ich habe halt Bock drauf gerade. Ich habe auf jeden Fall gerade Ressourcen zugesammelt für das Teil. Ich wollte gerade fragen, warum kommen wir hier nicht mehr weiter? Ja, genau für dieses Teil, das brauchen wir jetzt. Vielleicht hier irgendwo hin? Ich glaube, da sind die ganzen Stromdinger nur im Weg für, ne? Ja, deswegen. Oder warte, ich bin auch im Weg dafür. Okay, dann mach das mal auf der Seite. Ja, sag mal. Da dürfte ja noch Platz sein. Ich denke die ganze Zeit, ich kann das bauen, aber nein. Bau das mal hier auf das offene Feld. Ja, hier vor uns. Das wird halt riesig, ne? Ja, irgendwo hier vor uns, wo Platz ist. Leider ist der riesige Baum bei mir immer noch im Weg, ne? Bau das mal hier, einfach hier unten im Tal. Also, was heißt im Tal, aber in dem kleinen Loch hier unten, wenn das geht. Wenn das geht, ist es halt so riesig, ne? Nein. Ich hab das mir erstmal, weil ich stehe hier mitten im Baufeld. Das ging nicht. Hier geht's. Ja, dann baust du ein. Wo ist die Hauptplattform, die wir brauchen? Weiter. Ah, da ist sie. Bis jetzt, warte. Ja, nein, zurück. Ich seh die gar nicht. Echt Gott nicht. Zurückdrehen. Das dürfte doch sein hier, ne? Also. Ja, aber da hinten ist ja auch so ein Ding. Ach, scheiße. Ich weiß gerade nicht, wo die Hauptplattform ist.
Und du drehst nochmal weiter, 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 langsam halt. Ja. Einen Tick noch weiter. Ja, bau das so. Boah, wie teuer das war. Ja, wo ist jetzt die Hauptplattform? Die dürfte entweder links oder rechts sein. Sehe sie gerade nicht. Also ich schon. Oh fuck, die ist genau auf deiner Seite. Ernsthaft. Was ist? Die ist hier hinten auf deiner Seite. Dreh das Ding nochmal um. Hab's gerade abgebaut. Oh, leck. Das Ding kostet halt einfach. Telefon. Das kostet Telefon. Ja. Das gleiche. Das kostet Telefon, okay. So, vielleicht können wir das Ding aber auch hier oben hinstellen. Dann brauche ich mal den hier ab. Das ist viel näher an unserer Station dran. Wäre auch cool. Beton. Beton, 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 Beton. Haben wir davon noch? Ja. Dürfte eigentlich in der Produktion. Ah, da war das. Ja gut, es ist ein bisschen was geworden. So, mal gucken. Wo haben wir die Platten? Fundamente. Okay, irgendwann bald gibt es bei mir Essen. Ja. Ich wollte noch mal das sagen, mal hier hinten hin. Ich probiere gerade die Platten auszubauen. Könnt ihr mal ein bisschen an der Seite. Der Weltraumlift, ne? Weißt du, wie viel der kostet? Sag mal. 500 Beton. 250 Eisenplatten. 400 Eisenstangen und 1500 Draht. Alter. Das Teil ist ja auch riesig, ne? Kann das halt da. Schau mal, warte, warte, warte. Kann warte, das warte, hier erst hinsetzen? Sollte es aber einmal drehen, sagtest du, ne? Und so, passt das hier auf die Plattform drauf? Ja, du musst auf meine Seite kommen, ansonsten hast du das Problem, dass du da im Weg stehst. So, du musst das Ding. Dreh das mal. So geht. Dreh's. Halt, stopp, zurück. Halt, ja, so ist es. Da ist okay. Die Plattform, so. Stimmt. So kannst du es bauen. So? Jo, ja. Hier ist die Plattform, das ist ja geil. Und dann siehst du erstmal gleich, wie viel man dafür braucht. Alter. Wir brauchen halt 50 Rotoren, die müssen wir erstmal entwickeln. Alter, wie hoch das einfach ist. Bäm. Ich habe einen Anzeigefehler, der Turm ist bei mir noch nicht fertig. Ja, bei mir auch nicht. Oder kommt das noch? Das ist auch möglich. Hast du den schon mal erweitert gehabt bei dir? Nee, ich habe den einfach so gebaut. Ah ne, da kommt er. Guck mal da oben. Ah, das ist der Aufzug, ne? Oh, und er landet. Meine, das ist das fette das Ding. So, Wiederhaken. Ja, und rein damit. Wir brauchen 75 Eisenplatten, verstärkte Eisenplatten und 50 Rotoren. Ich mach die Platten. Wie macht man Rotoren? Ich hab keinen Plan. Ich hab die noch nicht. Die hatten wir vorhin in der Entwicklung irgendwo, ne? Ich glaube, hier, wo ist unsere Ausrüstungsbank hier hinten, ne? Ne, das ist die. Doch, da unten ist sie. Schrauben, viele Schrauben und Platten aus. Ne? Mach du mal die 75 verstärkten Dinger, ich mach die 50 Dinger. Jo. Rohre. Alle Rohre nehmen, so. Schrauben. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche, ich mache einfach mal. Wie viel brauchst du? 75 Platten, ne? Was sagst du? 75 Platten hast du gesagt. Verstärkte, ne? Eisenplatten. Ja, ich markiere das mal ganz kurz. Alter, wie riesig das Ding ist. Ich, nur zur Info, ich werde höchstwahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Minuten zum Essen gehen. Ja. Ja. Dinieren, ne? Ja, das heißt, das wird etwas länger dauern. Ja, so lange jetzt nicht. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte darauf verlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Ach so, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, ja. Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. So, verlassen.
mein Gott!